Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. Ihr seht's, erhöhe den Level aller Sonnenstellenbushaltestellen auf Level 13, haben wir abgeschlossen. War ein ganz schöner Akt gewesen tatsächlich, ja, das hat sich extremst in die Länge gezogen. Nun gut, soll es jetzt nicht groß stören, jetzt haben wir es. Jetzt muss man das Ganze noch in Kehrstadt tun und dementsprechend würde ich sagen, wir legen hier direkt los, ohne Wenn und Aber. Und wollen natürlich jetzt auch die letzten beiden Haltestellen dementsprechend jetzt auf Level 13 bringen. So weit, so gut. Da haben wir sie. Technische Universität. Ihr seht, das ist eine relativ kurze Linie. Aber es sind auch bloß zwei Haltestellen, wie gesagt, die wir jetzt hier fahren müssen. Und das Ganze machen wir jetzt hier schnell mit dem Citaro. So, das können wir gleich mal wieder beenden. Oder... Ja, komm, beenden wir. Ich will eine ganz normale Tour haben, ohne Wenn und Aber. So, machen wir es nochmal. Naja, mit Regen gebe ich mich nur ab. Es ist halt immer schwierig, denn gerade solche Aufgaben irgendwie zu lösen, ja, wenn du an die Haltestelle nicht ranfahren kannst. Ah, es macht dann natürlich wenig Sinn dann dementsprechend, das Ganze denn halt, wenn du halt wirklich darauf jetzt fokussiert bist, auf diese Haltestellen, dass es dann da irgendwelche Wartungen oder sowas sind. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln Senior drucken. Ja, genau, auf dich haben wir alle gewartet. Danke. So. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinen Knie. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu lange dauert. Wie gesagt, vier Haltestellen, da sollten wir jetzt ein paar Runden drehen können in der Aufnahme. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie es danach weitergeht. Zwecks dem Ganzen... Eine Fahrkarte bitte. Ob es jetzt wirklich die letzte Mission ist. Deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt die Aufnahme komplett jetzt durchlaufen lassen, bis wir jetzt diese Haltestellen jetzt hier haben. Senior drucken. Eine Fahrkarte bitte. Ah, wie ich das vermisst habe. Danke. Wundervoll. So. Wissenschaftsministerium. Das war auch noch eine Haltestelle. Also ich glaube hier die beiden genau in der Mitte, die sind es jetzt gewesen. Also diese Kirsche-Dings da. Und hier dieses Wissenschaftszentrum. Das sind die Haltestellen, die uns fehlen. Und dann hoffen wir mal. Tag. Sehen wir, dass das Ganze jetzt nicht allzu lange dauert. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. So, einzeln, Standard, zwei Stück, 60 Cent, einmal Tag, Standard, drucken, 3,80 Euro, einzeln, Standard, drucken, ist natürlich praktisch, denn ne? Hier kannst du halt relativ viele Haltestellen miteinander gleich verbinden. So. Und genau so mache ich das halt die ganze Zeit dann halt, ne? Um Haltestellen halt dementsprechend aufzubauen. Um die praktisch abzuarbeiten.
So. Ah, die Ungerstraße fehlt uns noch. Also Kerstadtkirche ist sogar jetzt auch schon abgeschlossen. Jetzt wird nur noch die Ungerstraße, denn haben wir sie schon. So, die 83. Das können wir danach mal abschalten, weil wir sind jetzt in der letzten Haltestelle, die wir jetzt hier abarbeiten. Ich brauche eine Fahrkarte. Da brauchen wir keine Tickets mehr verkaufen. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh. Immer dieses Rückgeld, ja. So. Eine Fahrkarte bitte. Student drucken. Woche. Also einmal müssen wir bestimmt noch fahren. So zwei, dreimal müssen wir schon fahren, um das Level zu bekommen. Ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Nach 5000 Folgen? Boah, es wäre beinahe wieder schief gegangen. Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, haben wir wieder eine Fahrt abgeschlossen. Gibt's die nächsten Punkte. Ja, einmal müssen wir noch. Einmal noch. Jetzt können wir auch Ticketverkauf anlassen. Wurscht. Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Einzeln Standard drucken. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln Senior drucken.
Einfach weghupen. Funktioniert immer. Immer hup weg. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. So. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ich würde gerne aussteigen. Das nenne ich guten Service. Das nenne ich guten Service. Ja. Auf Wiedersehen. So, und Level 13 erreicht. 5 Sterne, so muss das sein. Und dementsprechend... Ausgezeichnete Arbeit. Die ganze Region liebt die Busse. Ich würde sagen, unsere Arbeit hier ist erledigt. Es hat mich wirklich gefreut, mit dir zu arbeiten. Danke. Und das war's. Wir haben offiziell den Bus-Simulator durchgespielt auf der PlayStation. Ja, die letzten Missionen haben jetzt natürlich ein bisschen gezerrt jetzt, weil an sich so die Fahrten, die sind okay, ja, das macht echt Spaß, aber diese Haltestellen aufleveln, das ging mir so ein bisschen auf den Senkel. Das hat sich aber das ganze Spiel hin so durchgezogen, na, dass das halt wirklich teilweise echt anstrengend ist, wenn du hier immer diese Haltestellen halt aufleveln musst, als ob die BVG irgendwelche Haltestellen hier zum Beispiel aufleveln müsste oder euer Verkehrsbetrieb da. Ja, also das hat ein bisschen gezerrt, ein bisschen geschlaucht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Im Endeffekt ist er also gut gegangen, wir haben es geschafft, ist durchgespielt. Bus-Simulator offiziell damit beendet hier auf ÖPNV-Simulation. Und im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ist ein tolles Spiel. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der gerne mal so in diese Bus-Simulation reinschnuppern möchte. Ist es da genau der ideale Simulator dafür. Gerade auch auf Konsolen definitiv einen Blick wert. Weil es halt auch erstmal gar keinen anderen gibt, ja, den man sich zum Vergleichen nehmen könnte. Wie gesagt, PC, klar, gibt es OMSI und da gibt es noch weitere Bus-Simulatoren, aber so für die Konsole an sich, wie gesagt, denke mal, fährt man hier bei dem Bus-Simulator hier schon relativ richtig. Ein großes Dankeschön geht, wie gesagt, auch nochmal an Astragon raus und Still Alive, die uns den Key zukommen lassen haben für die Erweiterung. Ein großes, großes Dankeschön dafür. Auch wenn sich das Ganze jetzt so ein bisschen gezerrt hat, das ganze Let's Play, weil wir das ganz schön gedehnt hatten. Ja, hat es trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, was wir in Zukunft erwarten können hier auf den Konsolen. Wenn es nicht mehr die PlayStation 4 ist, dann spätestens zu PlayStation 5, da erwartet uns bestimmt ein neuer Bus-Simulator. Und ich kann nur hoffen, dass Still Alive dahinter steht wieder und dementsprechend das Ganze hier noch besser macht und noch toller macht das Ganze. Vielleicht noch ein bisschen Tick realistischer wäre natürlich noch wünschenswert, der Umstieg zu... Oder vom Bus-Simulator 16 auf 18, da war schon ein großes Stück halt deutlich spürbar gewesen. Deswegen warten wir es einfach ab, was so in der Zukunft auf uns wartet. Hier auf der Konsole mit der nächsten Bus-Simulation. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr das ganze Let's Play hier durchgeschaut habt und bedanke mich wirklich, wirklich, wirklich dafür. Wie gesagt, auch bei den ganzen Nachfragen, wann kommt eigentlich mal wieder der Bus-Simulator? Jetzt ist es soweit, jetzt haben wir es abgeschlossen und geht natürlich frisch mit dem neuen Projekt hier weiter. Habt ihr ja schon gesehen und von daher bedanke ich mich wirklich, wirklich bei euch und hoffe, dass wir uns zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal wiedersehen. Und falls euch das Ganze gefallen hat,
Lasst ihm ruhig gerne ein Like da. Abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und drückt die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!